Stents sind ein langfristiges und modernes technisches Mittel, um Gefäße auch langfristig offen zu halten. Stents sind Gefäßstützen metallischer Art, die aussehen wie ein Maschendrahtgeflecht, lasergeschnitten sind, also doch modern gebaut sind und die dann im Gefäß für eine Gefäßstützung sorgen, damit das Gefäß auch langfristig nach einer Erweiterung offen bleibt. Stents können für alle Gefäße Verwendung finden, für alle arteriellen Gefäße. Beim Herzen sind sie entsprechend kleiner und sorgen für eine Offenheit an den Herzkranzgefäßen, die eine Größe von 2,5 bis 4 mm circa haben, aber auch an den Bein- oder Halsschlagadergefäßen, wo die Stents entsprechend größer sind, etwas anders aufgebaut sind, aber eben auch hier für eine Stützung und Offenheit des Gefäßes sorgen. Stents verbleiben für immer im Gefäß. Sie rosten nicht, sie heilen ein, sie werden von Gefäßgewebe überzogen, sodass das Gefäß im Inneren eigentlich unverändert dann später bleibt. Der einzige Nachteil ist, es ist ein Fremdkörper, der eine begleitende Behandlung mit Medikamenten erfordert, bis zur Einheilung und vielleicht eine Nachbehandlung, falls es sich wieder um eine Narbenbildung und eine Restenose handeln sollte.